Es gab einige Fragen darüber, wie das ist mit Frauen am Samstag bei der Kundgebung in Hamburg, inshallah, ob Frauen kommen dürfen. In der islamischen Waagschale ist es folgendermaßen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا und bleibt in euren Häusern. Das heißt, der Grundort der Frauen ist das Haus. Das ist die Basis. Aber natürlich, wir nehmen nicht nur einen Vers aus dem Koran und lassen alle anderen Beweise auf der Seite liegen, sondern wir schauen und sehen, dass die Frauen ja auch damals rausgegangen sind. Die sind zum Beispiel mit in den Dschihad gegangen, die sind rausgegangen, einkaufen gegangen. Es gibt sogar Berichte von Frauen, die draußen gearbeitet haben und Dinge verkauft haben. So, das heißt, wenn es eine Haja gibt, ein Bedürfnis gibt, eine Sache, die einen Nutzen hat, kann die Frau rausgehen. Natürlich ist es so im Islam. Wie gesagt, wir wollen hier keinen zwingen. Im Prinzip, die Veranstaltung ist da für jeden. Wir können keinem vorschreiben, ob er kommt oder nicht. Theoretisch kann da jeder kommen, da können auch nicht Muslime kommen. Aber wenn uns eine Frau danach fragt, die muslimisch ist und die sagt, ey, ich habe Zweifel, ob ich überhaupt dahin darf, dann sagen wir ihr, ja, bei einer Haja, bei einem Bedürfnis kann man rauskommen, ja, nach islamischem Verständnis. Und natürlich sollte man, damit es keinen Streit zu Hause gibt, vorher das mit dem Ehemann, mit dem Bruder etc. abgesprochen. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es, und wir sehen diese Sache als ein Bedürfnis und als einen großen Nutzen an, weil es geht hier auch sehr, sehr stark um Wissensvermittlung, die man wahrscheinlich sonst in Deutschland nicht bekommt. Ja, zumindest, oder sagen wir zumindest selten bekommt. Und auch nicht, und es ist auch etwas anderes, ob man live dabei ist und diese Worte mitbekommt oder ob man das nachher im Internet sieht. Ja, aber das hat schon einen anderen Einfluss auf den Iman. Deswegen denken wir, dass das Iman steigernd ist. Das ist auch die Erfahrung, die wir bisher immer gemacht haben. Die Rückmeldung, die wir bisher immer bekommen haben. Was wir aber wollen ist, wozu wir aufrufen, wo wir zu euch motivieren, ist, dass man an diesem Tag, dass sich Männer und Frauen getrennt aufstellen. Wir dürfen rein gesetzlich, dürfen wir niemanden dazu zwingen, weil das ist ein öffentlicher Ort. Ihr müsst verstehen, wir sind dort nicht in einer Halle. Deswegen, wenn einer von Geschlechtertrennung redet, wir sind dort draußen. Das heißt, es kann sich sowieso, es ist nicht so wie in einem Raum, da sitzt jetzt die Sarah neben mir und hier sitzt die Bettina neben mir. Das ist ein öffentlicher Platz. Du kannst dich sowieso hinstellen, wo du willst. Das heißt, wenn du Fitner spürst oder was auch immer, kannst du genau wie wenn du in den Supermarkt gehst, kannst du wieder rausgehen. Da kannst du genauso gut dich etwas weiter wegstellen. Aber wir wollen auch beibringen, dass wir im Islam, wir wollen den Menschen auch beibringen und den Muslimen auch beibringen, dass es im Islam eine gewisse gesunde Distanz zwischen den Geschlechtern geben. Und deswegen wollen wir, da bitten wir euch, dass ihr euch getrennt aufstellt. Und da wird auch bei geholfen. Aber wir können keinen dazu zwingen. Das ist so. Weil das wird auch als Auflage gemacht werden vom Ordnungsamt oder von der Polizei, dass wir also niemanden dazu zwingen dürfen, sich dort oder dorthin zu stellen. Aber was wir können, ist natürlich guten Ratschlag geben und dazu aufrufen. Und deswegen braucht da keine Frau Angst haben und kein Mann. Wenn er will, kann er sich auch 100 Meter weiter wegstellen, hört immer noch alles mit dem Ohr. Ja, aber wenn er sich natürlich, wenn dann eine Gruppe von Frauen steht und er stellt sich mitten in die Gruppe von Frauen, dann soll er nicht nachher erzählen, ja, da war aber Fitner, weil die Fitner hat er selber verursacht. Oder wenn eine Frau dort ist und die will sich unbedingt mitten in die Gruppe der Männer reinstellen. Das heißt, bisher haben wir das meistens immer sehr gut hinbekommen. Und inshallah sind wir am Samstag am Hauptbahnhof, wir wissen noch nicht genau den Ort. Ja, wir wissen noch nicht genau, an welchem Ort das ist. Haltet euch immer auf dem Laufenden über Pierre Vogel Official in Facebook. Und inshallah sehen wir uns am Samstag um 16:30 Uhr und verbreitet diese Nachricht. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.